Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld, eine weitere Let's Play Folge. Und heute, wir dreschen eine Runde, ne? Wir werden mal die zwei Mähdrescher hier fahren lassen und das entsprechend abfahren. Zuckerrohr läuft noch, das ist aber ganz easy bubisi. Ja, und dann sehen wir uns nach einem kurzen Intro. So, was müssen wir machen? Wir brauchen einen Feldkurs. Den aber nicht. Feld 1. Die Breite stimmt wohl mit den 13,5 Meter, aber wir haben natürlich zwei Drescher. Aktuelle Startposition. Ich denke, ein Vorgewende reicht, wenn wir mit beiden Dreschern hier fahren. Dann dürfte das Feld ja auch schon fast weg sein. Na, so viel hart ist es nicht, aber weit ab davon ist auch nicht. Wir nehmen hier die linke Spur, weil wir ja im Uhrzeigersinn fahren. Bahnwechsel nehmen wir mit. Und dann lassen wir den mal berechnen. Da ist er schon. Ja, das sieht doch erstmal passig aus. Dann sagen wir mal Feld 1, 2, 3. Und zwar 2 mal 13,5. So. Und ich würde sagen, wir lassen den auch direkt mal losarbeiten. Ich weiß gar nicht, haben wir den ersten Punkt genommen? Ne, wir wollen schon den ersten, ne? Wir lassen dem natürlich ein bisschen Zeit, ne? Der, wisst ihr, die sollen sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Das ist ja, kann dann schon mal ein bisschen Ärger geben. Deswegen warten wir da ein kurzes Ründchen. Und dann hängen wir hier schon mal in Ruhe das Schneidwerk an. Stell den mal hier hin, dann müsste er dann hier eigentlich direkt daneben losfahren. Offenbar tut das auch. Dann laden wir den Kurs 1, 2, 3, 2 mal 13,5. Und zwar. Moment, der Modus, Felderweit. Der hat die Bahn rechts, das ist richtig, symmetrischer Bahnwechsel. Ja, wo ist der andere? Ja, können wir machen, ne? Machen wir Abfahrer einstellen. Nicht am nächsten, sondern am ersten. Das wäre nämlich schief gegangen. Ich weiß schon, was der hier vorgehabt hat. Der wäre auch zu einem ganz anderen Punkt gefahren, schätze ich mal. Aber jetzt habe ich auch keine Ahnung, wo der hinfährt. Wo willst du hin? Mein Freund. Das ist so, glaube ich, nicht richtig. Gucken wir uns mal den Weg an. Ach, ja gut, dann haben wir kombinierte Kurse. Das ist natürlich auch falsch. Natürlich will er nicht den richtigen Weg fahren. Ja, ihr seht, da muss man immer mal ein bisschen aufpassen, was hier so alles passiert. Den wollen wir haben. Das ist richtig. Bahnversatz rechts ist auch richtig. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. So. Jetzt sieht das doch schon ganz anders aus. So, guck mal, das gefällt mir doch schon. Interessant, dass er schon gemäht hat, obwohl er nicht aufgeklappt war. Ah, das geht mittlerweile, ne? Das ist mit dem Patch 1.2 mal angepasst worden. Gut, die fahren. Jetzt brauchen wir noch was zum Einladen. Ich gebe zu, ich habe tatsächlich noch nicht vorgesorgt. Ich habe das noch nicht gemacht. Aber wenn die schon mal fahren, das ist ja schon mal gut. Was haben wir denn hier an
Wagen. Überladewagen. Howlmaster. Nehmen wir den nochmal. Da kriegen wir ein bisschen was rein. Das mache ich manuell. In dieser Runde mache ich es jetzt manuell. Dann könnte ich auch abfahren lassen, aber da wissen wir, dass das funktioniert. Das ist kein Problem. Und so stressig ist das jetzt auch nicht, die Mähdrescher da abzufahren. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ich weiß nur nicht, ob ich aus dem hier nachher das rausbekomme. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Sonst stellen wir den, den kleinen LKW hier, ne? Das kriegen wir schon auch hin. Ah, guck mal, ich habe schon gedacht, der bleibt da stehen. Hier gibt es irgendwie eine Kante. Mehrere Kanten. Oha. Da müssen wir auf jeden Fall mal nacharbeiten, ne? Warte, ich mal ein bisschen anschieben. Sieht aber ganz sehr schwer hier, oder? Also so schlimm sieht die Kante jetzt auch nicht aus. Okay. Na gut. Da scheint es ja dann doch jetzt geschafft zu haben. Ja, schon mal eine Runde abladen. Na, aber die sind noch gar nicht so voll. Also das merkt man tatsächlich, wenn die... Ich habe ja vorher die gehabt, die deutlich schneller fahren. Und dann waren die natürlich auch deutlich schneller voll. Aber der ist jetzt auch schon leer hier, ne? Ja. Der Zug angerauscht. Ja, nochmal den hier eben voll machen, ausladen. Da war schon wieder Traktor mit durchdrehenden Reifen. Das heißt, die stehen doch schon wieder gegeneinander. Was heißt schon wieder? So oft passiert das dann nicht, aber jetzt gerade scheint das ein Problem zu sein. Ja, dann lassen wir den jetzt hier stehen. Okay. Ja, das ist alles hier nicht so richtig gut, Jungs. Dann werden wir dem noch mal sagen, dass er dann am besten sofort abfährt. Dann haben wir den schon mal vom Feld hier, ne? Ja, spannend, die kriegen sich da nicht wieder ein. Ja, natürlich. Ja, moin. Witzig, ihr versucht ihn wieder aufzustellen. Guck mal. Da bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Soll er ein bisschen helfen? Ja, Kollege, wenn du das Rohr mal auf die andere Seite fahren würdest, dann wäre das auch nicht so ein Problem. Schauen wir mal, ob das jetzt hinhaut. Der hier vorne ist auch schon fast voll wieder. Hältst du den noch über, oder? Ah ja. Ja, das passt doch.
Und der jetzt hier. Ja, scheint auch den Dreh gekriegt zu haben, ne? Gut, da steht auch wieder der nächste. Na, guck mal, was unsere Mähdrescher machen. Oh, sehr knapp aneinander, die Jungs da hinten. Es wird auf jeden Fall ein Problem geben, wenn die nachher überladen sollen, ne? Also auf die Bahn wechseln sollen. Oh, guck mal, die sind ja schon wirklich sehr knapp unterwegs. Aber es sieht schon cool aus. Ja, jetzt kommt dieses Problem wieder. Der versucht in den Tank von dem anderen reinzuladen. Wie witzig. So pausieren geht hier gerade nicht, ne? Schreibt mir das doch mal rein, ob ihr wisst, ob man den auch pausieren kann hier. Ich glaube, das geht wirklich nur über Abfahrt entlassen. So, und dann lassen wir den vorne da erstmal auf die Bahn wechseln, wo der hin will. Es kann nämlich sein, dass wir den gleich umladen müssen. Also ein bisschen umstellen müssen, damit er die Bahn fahren kann. Gerade nach dem Vorgewende kann das ein Thema sein. Aber da können wir ihn so lange mal leer machen hier. Das passt immer, ne? Ein schönes Wetter hier. Guckt euch das an. Kaum ein Wölkchen am Himmel, strahlender Sonnenschein. Ich glaube übrigens, die Ravenport hat deutlich mehr Sonnenstunden als die Felsbrunn. Also ich bin mir nicht sicher, da könnte mich auch schlagen. Aber ich denke, dass das so ist. Gespannt, wo der hinfährt. Naja, Hauptsache er lädt weiter ab. Aber so soll es auch gleich leer sein, oder? Na komm, gehen wir den anderen, stellen wir den erstmal wieder an. Aber ich denke, das Hoch- und Runterfahren wird jetzt knapp. So, aktueller Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Ich bin wirklich gespannt. In den nächsten Tagen werden wir das auf jeden Fall machen. Das große Sojafeld und dann mit 3 Mähdreschern kann ich euch gar nicht sagen, ob das funktioniert, ist einer. Ja, wir gucken mal, vielleicht, wir können das ja bei Curseplay gucken, ne, wie die, welche Lanes das sind, also wahrscheinlich geht das auch mit 3. Ja, wir gucken tatsächlich erstmal. Dann, also wenn es mit 3 funktioniert, dann machen wir es erstmal mit 3. Ach, ist einfach schön. Nee.
Ja, fragt euch, was ich jetzt hier demnächst noch mache. Ich guck zu. Der Farmmanager hat seinen Job am besten gemacht, wenn er die Füße hochlegen kann. Ach guck mal, das ist natürlich gar nicht so dumm, ne? Der fährt hier die... beim Gewände, also nach dem vorgehenden linke Spur, also quer rein, dann fährt der hier die Spur nach, dann kommen die sich gar nicht unbedingt ins Gehege. Ah, finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Dann lassen wir die doch mal fahren, ne? Man kann die natürlich auch so dreschen lassen, dass die, glaube, das geht, dass die selber zwischendurch wegfahren. Es ging auf jeden Fall im 17er. Aber das kann ich jetzt gerade hier nicht ausprobieren. Muss ich auch nicht. Ich finde das mit dem Abfahrer ranfahren funktioniert ja schon ganz gut. Und dann werden wir das irgendwann nochmal mit einem Feldrandsilo hier ausprobieren, ne? Da seht ihr eigentlich, wie lange das hier mit dem Zuckerrohr auch super läuft, ne? Jetzt, wo wir gerade überhaupt nicht danach gucken. Hier kommt schon der nächste angefahren, der den hier gleich ablöst. Aber das könnte ich tatsächlich auch ein bisschen weniger einstellen. Der fährt ja tatsächlich irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten hinterher. Das wäre ja im Moment noch gar nicht nötig. Und ihr seht hier hinten, das Feld wird schon deutlich kleiner. Also jetzt haben wir hier diese Kante erreicht und jede Bahn wird jetzt kürzer, von Mal zu Mal. Das ist doch super. Ihr seht, ne, was hier nachher sicherlich ansteht, das muss mal sauber gemacht werden, die ganze kleine Radatsch hier. Aber das ist keine Sorge. Das müsst ihr nicht in dieser Folge mit ertragen. Ah, die werden doch schon wieder langsamer, die Maschinen, ne? Die müssten eigentlich dringend nochmal gewartet werden. Wie schnell ist der denn gerade unterwegs hier? 8 km/h, das ist ja wirklich auch kurz vor Ende, ne? Oh ja. Wisst ihr was? Da rufen wir mal das Service-Team. Das kann die Geräte direkt auf dem Feld warten. Das ist, glaube ich, die bessere Lösung gerade. Sieht auch schon wieder ein bisschen schneller aus hier. Das ist auch nicht das erste Mal, ne? Also ich habe die jetzt schon die zweite Runde repariert. Da seht ihr mal, was das eigentlich für eine Belastung ist. Also ich glaube, dafür ist es gar nicht ursprünglich gedacht, dass da so viel rangeht. Aber naja, wie ihr seht, funktioniert es ja trotzdem ganz gut. Aber das ist schon eine Feldgröße, die hat, behaupte ich, auch Giant sich nicht gedacht für Zuckerrohrernte. Aber liebe Entwickler von Giants, wenn ihr das seht, da kann man machen. Aber nicht mit dem Helfer von euch. Das ist kein Meckern, versteht mich nicht falsch. Cosplay macht das super, aber wie man ja auch sieht, das ist auch nicht immer einfach, da muss man viel nachkorrigieren, aber das sind natürlich Sachen, die wir uns wünschen als Spieler, ne? Oh, hier so mit den zwei Mähdreschern geht es aber auch schon relativ zügig, würde ich behaupten. Ja, bei dem habe ich jetzt das Problem hier, ne? Da kann ich eigentlich gar nicht richtig abtanken. Ja, muss ich aber. Hilft nichts. Also ich könnte jetzt anhalten und
so fahren, aber dann fährt er auch durchs Feld. Das hat der Nachteil, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Verschoben. Mann. Eck ins Feld gefahren. Mario. Bisschen mehr Vorsicht, lieber Mario. Echt, das ist doch ein wertvolles Soja, was hier runterkommt. Ich glaube, der ist leer, ne? Kommt nicht mehr viel gerade. Fahren wir da vorne mal eben das abholen. Können wir das hier eigentlich auch aus der Innenansicht fahren? Eigentlich schon, da gerade hier können wir ja direkt neben der Linie bleiben. Das müsste ja eigentlich dann passen. Irgendwie sieht das aus, als wäre das Schneidwerk sehr hoch angesetzt gerade hier. Gerade sagen, das funktioniert, dann fahre ich hier zu langsam lang. Geht echt flott mit zwei so mehr Röschern. Selbst dieses, also das ist ja jetzt auch nicht klein, ne? Das war ich wieder gespannt. Das sieht doch sehr eng aus da hinten. Aber jetzt hingekriegt. Aber das wird uns auf jeden Fall nachher hier noch Probleme bereiten. Ich habe gedacht, die hätten einen kleineren Wendekreis und einen Vorgewende mit zwei Mähdreschern würde reichen. Da hängt er schon, oder? Ne, hat er noch geschafft. Aber ich war sehr gespannt, ob der andere das gleich auch hinkriegt. Ja, es ruckelt mich ein bisschen. Ich glaube wirklich, jetzt haben wir, was die Skripte angeht, doch viel zu tun, obwohl der Rechner echt nicht unter Last ist. Also irgendwie glaube ich, es könnte aber auch irgendwie zu viel sein. Aber gut. Das werde ich sicherlich noch analysieren. Vielleicht gibt es in den nächsten Cosplay-Versionen das auch ein bisschen besser, dass da noch was an der Performance gemacht wird. Und für den Moment und für den heutigen Tag sind wir durch. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo natürlich, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute, bye bye und ade.